Guten Abend wünsche ich euch heute zu Nadi Shodhana Stufe 3 und zwar mit einem sehr ausgeweiteten Verhältnis. Das Verhältnis heute liegt bei 1 zu 8 zu 6. Das heißt, wenn ich auf 4 Sekunden einatme, halte ich auf 32 Sekunden an, also 4 mal 8, 32, und atme dann auf 24 Sekunden aus. Wir wollen ja immer mehr die Anhaltephase verlängern, um irgendwann dieses automatische Anhalten Kevala Kumbhaka spontan kommen zu lassen. Je mehr wir das jetzt quasi bewusst provozieren, kann das irgendwann automatisch erscheinen, sogar im Alltag, dieses Kevala Kumbhaka. Jetzt praktizieren wir ja erstmal dieses bewusste Antar Kumbhaka, Anhalten nach der Einatmung, und später in der nächsten Lektion das Bahir Kumbhaka, das Anhalten nach der Ausatmung. Okay, ich zeige das einmal kurz vor. Versuch dabei geistig mitzuzählen, wenn du es allein für dich praktizierst. Während der Lektionsstunde leiten wir es ja an. Und sonst sei da ganz gewahr. Okay, Nasikakra Mudra. Daumen verschließt das rechte Nasenloch. Und dann atmest du auf 4 Sekunden auf links ein. Anhalten 32 Sekunden. Rechts jetzt ausatmen und zwar auf 24 Sekunden ganz dosiert. Bevor du ausatmest, kannst du kurz durch das rechte Nasenloch einatmen, um das Lungensystem darauf vorzubereiten, dass jetzt ausgeatmet werden soll. Also nach dem Anhalten braucht irgendwie das System nochmal einen kurzen Impuls, um zu wissen, oh, jetzt geht's jetzt wieder normal weiter. Ja, also wie gesagt, achte auf deine Grenze, geh auf jeden Fall einen Schritt zurück oder sogar zwei Schritte zum Verhältnis 1 zu 2 zu 2 oder 1 zu 4 zu 2, wenn du merkst, oh, du musst nach Luft schnappen. Versuch die Ausatmung auch ganz dosiert kommen zu lassen, so ganz fein und eher still. Dann ist das einfacher, als so schnell den Zug rauskommen zu lassen, völlig unkontrolliert, weil dann ist sowieso ziemlich schnell Ende mit der Ausatmungstendenz. Okay, dann wünschen wir euch ganz viel Spaß und wir integrieren das ja sowieso in der Lektionsstunde. Ja, und einen schönen Abend noch. Namaste.